Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenausblicksvideo von mir. Wie man auf dem Bildschirm schon schön erkennen kann, wahrscheinlich die schlechteste Woche, was die Performance der Indizes angeht in diesem Jahr bis jetzt. Der Equal Weight S&P 6% hinten, der Russell 8% hinten. Das sind Moves, die sieht man sonst vielleicht in einem Jahr. Grund war hier maßgeblich, was dann ab Mittwochabend passiert ist, nämlich die Abwicklung der Silicon Valley Bank. Das werden wir uns jetzt gleich aber nochmal genauer anschauen. Zu Anfang wie immer der Risk-Disclaimer. Alles, was ich in dem Video sagen werde, ist natürlich lediglich meine Meinung und sollte weder als Kaufs- noch als Verkaufsempfehlung gesehen werden. Agenda ist diese Woche, wie gesagt, etwas anders. Als erstes schauen wir uns mal an, was da mit der Silicon Valley Bank passiert ist und die mutmaßlichen Auswirkungen bzw. die, die wir schon gesehen haben. Und dann ich sag mal, im zweiten Teil oder danach schauen wir trotzdem noch kurz NFPs, das Powell Testimony, das eigentliche Event of the Week, was da geschehen ist, aber natürlich jetzt alles berechtigterweise in den Hintergrund gerückt ist. Ja, ich fange vielleicht mal so an, weil wenn einigen wird so gehen wie mir, die werden von der Silicon Valley Bank vor letzte Woche noch nie was gehört haben. Deshalb ganz kurz, was ist das für ein Institut? Ist es eine Bank, ist der Name schon impliziert? Überwiegend im Bereich Venture Capital und Private Equity aktiv, also der Kundenstamm, ich glaube über 70% der Kunden kommen aus der Branche. Es ist eine Top 20 Bank aus den USA. Platz 15, 16 liest man immer wieder. Einlagensicherung bis 250.000 US-Dollar und alles drüber halt nicht. Und was auch noch wichtig ist, 97% der Einlagen bei der Bank sind deutlich größer als 250.000 US-Dollar. Dann das eigentliche Problem, die Bank wurde am Freitag von Behörden komplett abgewickelt, weil de facto zahlungsunfähig. Und wie es dazu gekommen ist, schauen wir uns jetzt gleich an. Hier nochmal ganz kurz der Aktienchart. Ja, sieht relativ schön, die Aktie wurde am Freitag etwas über 100 Dollar vom Handel ausgesetzt, hat vom Allzeithoch über 80% des Wertes verloren. Und stand jetzt sieht es auch nicht so aus, als würde die Aktie nochmal in den Handel zurückkommen. Hier habe ich mal ein paar Clients aufgeführt, ist vielleicht auch mal ganz interessant, von deren Webseite. CrowdStrike, Beyond Meat, Shopify, ZipRecruiter, Teladoc, kennt man alle. Und hier noch ein paar wichtige Kennzahlen, auch wieder von der Webseite. Sorry. Q2 22 allerdings, also schon circa ein Jahr alt, trotzdem nicht ganz irrelevant. Deposits, also Einlagen und Investments von circa 380 Milliarden US-Dollar. Assets in Summe 214 Milliarden US-Dollar. Also man sieht relativ schnell auf einen Blick, das war ganz sicher kein kleines Institut. Wie gesagt, Top 20. Ja, dann, was ist genau passiert? Das ist eigentlich Entscheidende. Ich habe hier links einen Auszug aus dem Artikel von Matt Levine von Bloomberg, den verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, finde ich persönlich sehr gut, beschreibt die Thematik sehr gut und sehr sachlich. Also empfehle ich jedem zu lesen. Ich habe hier mal einen Artikel, einen Paragraphen rausgezogen, der das Ganze sehr gut zusammenfasst. Und den werde ich mal Zeile für Zeile durchgehen. Und dann hier habe ich noch ein paar additional Notes, auf die ich dann eingehen werde. And so if you were the banks of startups, just like if you were the bank of crypto, also bank of startups, bank of crypto, damit ist einfach gemeint die Kundschaft, habe ich gerade schon angesprochen, eben überwiegend aus dem Bereich Venture Capital, Private Equity. Der Name impliziert schon Silicon Valley, nicht steht mehr dafür. Das heißt, es sind alles Unternehmen, die natürlich vor allem der Zeit des extrem billigen Geldes, also 2020, 2021, noch Teile von 2022, das ist natürlich alles extrem gut gelaufen. Ähnlich wie die Performance an der Börse der Unternehmen. Dementsprechend war Geld nie wirklich ein Problem. Das heißt, die konnten quasi Einlagen tätigen ohne Ende und haben eigentlich nie wirklich Kredite gebraucht. It turned out that you had made a huge concentrated bet on interest rates, also eine sehr große Wette auf Zinsen oder Zinsentwicklungen. Und das ist ein ganz wichtiger Part und da gehen wir mal kurz hier rüber und schauen das nochmal genauer an, was damit gemeint ist. Chronologisch war es so, dass Mittwoch nach dem Close SVB eine Kapitalerhöhung durchführen wollte oder angekündigt hat. Das lag daran, dass ein Großteil der Einlagen bei der Silicon Valley Bank ich generalisiere jetzt einfach mal in Anleihen investiert wurde, vor allem Staatsanleihen, aber auch Hypothekenanleihen, mit einer Laufzeit von über 10 Jahren. Das wurde überwiegend oder ein Großteil dieses Geldes wurde 2020, 2021 und so angelegt, wo wir noch extrem niedrige Zinsen hatten. Das heißt, man hatte da im Schnitt keinen Zins über 2%. Mittlerweile ist es natürlich so, aufgrund der sehr straffen Geldpolitik der Federal Reserve, dass wir
im Moneymarkt-Bereich, also quasi in kurzfristigen Zinsen, bei 4 bis 5% liegen und auch im Capital Markets-Bereich, also halt Laufzeit, die jetzt hier wichtig ist, von weit über 1 bis 2%, eher 3 bis 4%. So, und jetzt hat man natürlich hier erstmal eine krasse Differenz. Und jetzt war es eben so, dass SVIB dazu gezwungen war, einen Teil ihrer Anleihen aus diesem HTM heißt Held to Maturity Portfolio, also halten bis zum Laufzeitende oder zumindest ist das die Intention, zu verkaufen, weil sie eben Geld gebraucht haben. Weil, wie gesagt, die Zeiten haben sich einfach geändert, auch in der Branche natürlich. Mittlerweile läuft es im Bereich Venture Capital deutlich schlechter als noch 2021. Das heißt, auf einmal haben diese Firmen tatsächlich Geld gebraucht. Und dementsprechend, ja, musste natürlich die Silicon Valley Bank dieses Geld auszahlen und das Geld musste eben irgendwo herkommen. Und in dem Fall mussten sie, das ist natürlich extrem unglücklich, weil du das unter jedem Preis vermeiden willst, Teile des HTM-Portfolios veräußern. Da ist ein krasser Verlust entstanden. Warum? Weil eine Anleihe funktioniert so, ganz kurz gesagt, dass der Kurs und die Rendite in einer inversen Beziehung zueinander stehen. Das heißt, steigt das eine, fällt das andere. Jetzt haben wir ja gerade schon gesehen, dass die Zinsen eben nicht mehr wie zum Kauf bei 1 bis 2% stehen, oder halt von den Anleihen, schauen wir uns gleich nochmal genauer an, die ganz genauen Renditen aktuell, sondern halt bei, ja, 3, 4, im Money Market Bereich sogar über 5%. Das heißt, die Kurse sind hier krass gefallen von den Werten. Sorry. Und dementsprechend sind die Positionen deutlich weniger wert. So entsteht dann, also so wird aus dem Buchverlust, der eigentlich irrelevant wäre in einem HTM, also Held to Maturity Portfolio, ein tatsächlicher Verlust. Habe ich hier auch nochmal zusammengefasst. Und um eben diesen auszugleichen, haben die probiert, Mittwoch nach dem Close eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Über 2,2 Milliarden US-Dollar. Jetzt ist es so, dass natürlich dann Investoren darauf auf die Situation aufmerksam geworden sind und Panik bekommen haben. Das sieht man daran, dass am Donnerstag probiert wurde, 42 Milliarden an Einlagen quasi abzuziehen von der Silicon Valley Bank. Und da war natürlich klar, das ist im Prinzip ein klassischer Bankrun. Das Geld, das keine Bank wäre in der Lage, innerhalb, das sind glaube ich 25% des Gesamtportfolios oder der Gesamteinlagen, innerhalb von 24 Stunden auszuzahlen. So funktioniert das Bankenwesen einfach nicht. Und ja, dementsprechend war dann zu dem Zeitpunkt klar, okay, die Bank ist de facto erstmal zahlungsunfähig. Oder zahlungsunfähig klingt immer so hart, aber hat einfach nicht die Liquidität, um die Forderungen jetzt zu bedienen. Ich finde, der Tweet hier fasst das Ganze auch nochmal ganz gut zusammen. Banks are not facing a solvency problem. They did not lose money in bad loans, failing bond prices. Or failing bonds. Bond prices ist falsch, failing bonds. They are facing a liquidity/profitability problem. Everyone wants their money now to move into higher yielding money market funds. Und also im Prinzip das, was wir gerade zusammengefasst haben, das Geld einfach ist jetzt nicht da. Bei der Bank, muss man sagen, bei der Bank, weil das ist auch nochmal ein Sonderfall. Das sollte mittlerweile auch klar sein, dass natürlich das nicht das, ich sag mal so, der Kundenstamm schon sehr spezifisch ist und wir kommen auch gleich noch dazu, dass das Management hier einfach total versagt hat. Und ja, dementsprechend jetzt die Ausgangssituation. Und das ist natürlich immer das Schlimmste für jede Bank, wenn das Vertrauen komplett weg ist. Und das ist auch so das größte Risiko, das ich sehe, dass wir hier schon erstmöglich das Vertrauen ins System wiederherstellen müssen. Ja, dann sehe ich den Fallout auch als relativ gering. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch viele Unternehmen, die dort Geld liegen haben, beispielsweise weit über den 250.000 Euro. Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, Roblox 5% ihrer Cash-Reserven. Roku 25%, was nicht extrem viel ist. Ja, bleibt abzuwarten, wie groß der Fallout da am Ende genau wird, aber es wird auf jeden Fall einige werden hier was abbekommen haben. So, hier waren wir ja. Your customers were flush with cash, so they gave you all that cash. Das habe ich im Prinzip schon kommentiert. But they didn't need loans, so you invested all that cash in longer dated fixed income securities, which lost value when rates went up. Sind wir im Prinzip gerade im Detail durchgegangen, der Prozess. But also, when rates went up, your customers all got smoked because it turned out that they were creatures of low interest rates and in a higher interest rate environment they didn't have money anymore. Also sind wir im Prinzip auch gerade schon durchgegangen, aber einfach, dass dieses ganze, ja, die Startup-Szene, High Growth, im Prinzip, man kann einfach da als Proxy den ARK-ETF von Katie Wood nehmen. In der Zeit des billigen Geldes vervielfacht, alles geil, lief richtig, richtig geil. Jetzt haben sich die Zeiten geändert und der ARK-ETF hat vom Hoch, glaube ich, auch eine Spitze über 80% des Werts verloren. Dementsprechend symbolisch läuft es auch in der Branche. Dementsprechend ist Geld auf einmal doch nicht mehr so uninteressant und vor allem Profitabilität.
So they withdrew their deposits. You had to sell those securities at a loss to pay them back. Also ja, jetzt war halt wie gesagt Geld gefordert und das Geld musste irgendwo herkommen. Das heißt, man musste eben Teile des HTM-Portfolios veräußern. Now you have lost money and look financially shaky, so customers get spooked and withdraw more money. Also quasi dieser Schneeball-Effekt tritt auf, auch Bankrun genannt. So you sell more securities, you book more losses, oops. Ja. Finde ich im Endeffekt einen relativ treffenden Paragraph oder sehr guten Paragraph, um das Ganze im Big Picture zusammenzufassen, was hier passiert ist. Ja, und nun, wie geht's weiter? Erstmal hier, der Part ist wichtig. Wie gesagt, es wurde von den Behörden abgewickelt, von der FDIC. Und hier wurde im Prinzip schon kommuniziert, dass ab Montag alle Leute, die insured, in diese Insured Deposits Klasse fallen, also alles um die 250, unter 250.000 Euro, ab Montag Zugriff auf ihr Geld haben. Und eben alle, die Uninsured Deposits haben, jetzt warten müssen, wie, ja, ich sag mal, wie die Abwicklung der Bank verläuft. Da gibt es jetzt ja auch, ja, wahrscheinlich, da kenne ich mich nicht genug aus und da wirklich was dazu sagen. Aber im Endeffekt ist auch meiner Meinung nach hier noch ganz wichtig, mit festzuhalten, dass es ja nicht so ist, dass dieses ganze Geld weg ist. Wie es in der, weil halt oft dieser Vergleich zur Great Financial Crisis kam, da war es ja tatsächlich so, dass die Banken im Prinzip Schrott in der Bilanz hatten, die keinen Gegenwert hatten oder extrem illiquide waren. Hier ist es so, dass einfach, ich sag mal, das ist eher ein strukturelles Problem und ein der Bank spezifisch ein strukturelles Problem, weil eben kein Hedging, kein Risk Management vorhanden war. Und dementsprechend haben die jetzt einfach Buchverluste, die realisiert werden müssen. Das heißt, die Einlagen sind weniger wert, aber sie sind nicht weg. Das heißt, jeder wird da, Stand jetzt zumindest einen Teil, einen großen Teil seines Geldes wiederbekommen. Es wird halt nur eine Weile dauern. Ja, das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Und dann noch so die Conclusion von mir. Wie gesagt, der größte Punkt, warum hatte diese Bank kein Risk Management in place? Ich habe gerade mal geschaut oder ein Video geschaut, da hat einer erwähnt oder sich mal angeschaut, dass bis 2022 diese Bank über keinen Risk Manager, also kein Chief of Risk Management verfügt hat, was natürlich fatal ist, weil sowas ist ja im Finanzwesen extrem wichtig. Und also was meine ich mit Hedges? Als Beispiel einfach mal dieses Interest Rate Risk, was man ja immer hat in diesem Bereich, das ist ja nichts, was nicht absehbar ist, kann man zum Beispiel über Derivate logischerweise hedgen, über Swaps. Swaps sind ein Austausch von in der Zukunft liegenden Cashflows, per Definition, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwischen zwei Parteien und in der Regel in einem Interest Rate Swap, der hier ja treffend wäre, also quasi Zinsswap, wenn man so will auf Deutsch, zahlt eine Partei einen fixen Satz, also der ist fix, den zahlt die immer, und die andere einen Floating Rate, also einen variablen Zins. Und dieser variable Zins ist in der Regel die Benchmark, haben jetzt heutzutage der sogenannte SOFR, was für Secured Overnight Funding Rate steht, und der ist immer sehr nah, erstens variabel, das heißt, der aktualisiert sich ständig, und zweitens sehr nah an der aktuellen Fed Funding Rate. Das heißt, quasi hätte diese Bank zumindest einen Teil ihres HTM-Portfolios so gehedged, dann wäre im Prinzip das Problem so gar nicht da, weil die natürlich jetzt extrem davon profitieren würden von diesen Floating Rate Zahlungen, die eben extrem nah an der Federal Funds Rate wären, was eben dieses Delta zwischen ihren Zinssätzen, die sie 2021 bekommen haben, extrem ausgleichen würde. Warum das nicht passiert ist, das wird wahrscheinlich die wichtigste Frage sein im Prozess, das Ganze aufzulösen. Was ich hier nicht sehe, ist, dass, wenn man jetzt wieder liest, es ist einfach die Schuld der Fed und sonst was, das sehe ich überhaupt nicht. Die Fed redet seit über einem Jahr davon, die Zinsen stark anzuheben. Und wie gesagt, es liegt in der Natur des Bankenwesens, dieses Interest Rate Risk zu hedgen. Und das haben sie halt einfach nicht gemacht. Und dementsprechend, ja, ich sehe da nur die Schuld einzig und allein bei der Bank. Ja, dementsprechend sehe ich auch die Spillover-Effekte in das System als, ja, eher gering, weil, wie gesagt, es handelt sich hier nicht um ein bankenweites Problem, sondern halt einfach primär um ein Problem dieser Bank. Ja, ich habe ja nochmal geschrieben, Totalversagen des Managements. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen kurz und hoffentlich auch korrekt. Also wenn hier jemand noch Ergänzungen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Zusammengefasst, wie so gesagt, so habe es ich verstanden oder so, das ist alles, was ich gelesen habe dazu. Nächste Woche werden wir alle schlauer sein. Dann gab es ja auch noch die Non-Farm Payrolls am Freitag. Die kamen rein mit 311.000 anstatt 205 expected, also neu geschaffene Stellen außerhalb der Agrarwirtschaft. Mal wieder deutlich heißer als erwartet, aber es gab auch positive Parts in diesem Report. Die Unemployment Rate auf 3,6 gestiegen, positiv, von 3,4 erwartet. Die Average Hourly Earnings Month over Month mit 0,2% anstatt 0,3% gestiegen, auch sehr positiv, und auch die Year-over-Year-Rate.
Hier auch nochmal die beiden, also einmal die NFPs, Month-over-Month, man sieht schon 504.000 im Januar sind wir schon, was aber auch saisonal bedingt war oder nicht saisonal, aber an Adjustierungen der Erhebung oder sowas. Dementsprechend, da sind wir deutlich von zurückgekommen, was im Prinzip schon mal positiv ist. Und wie gesagt, auch die Average Hourly Earnings sieht man hier relativ schön, was ja die Inflationskomponente dieses Reports ist, wenn man so will, kommt langsam aber sicher zurück. Dementsprechend war nicht alles schlecht hier, aber wie gesagt, war halt einfach dann zu dem Zeitpunkt irrelevant am Freitagnachmittag. Und auch das Powell-Testimony von Dienstag und Mittwoch hat den Markt doch gut unter Druck gesetzt, weil es in Summe deutlich hawkischer war als erwartet. Die 50 Basispunkte waren danach wieder voll eingepreist für das nächste Meeting. Wichtig ist, wir befinden uns ab heute bis zum Meeting am 22. März wieder in der Blackout-Periode. Das heißt, wir werden kein Commentary seitens der Fed bekommen. Ja, genau, wie gesagt, zum Zeitpunkt des Testimonies Montag und Dienstag und Mittwoch war das SBIB-Thema noch kein Faktor. Und ich habe auch hier nochmal vom Wochenende die Federal Funds Rate oder halt das CME Fed Watch Tool eingeblendet für die Erwartungen des, quasi für die Zinserwartungen des nächsten Meetings am 22. März. Man sieht hier, das sah schon deutlich anders aus. Mittlerweile haben wir noch ca. 32% auf 25 Basispunkte und mittlerweile wieder knapp 70% auf 50 Basispunkte. Das hat sich in der Woche sehr, 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 sehr stark bewegt. Erst waren wir hier bei, ich glaube, deutlich über 80% nach dem Powell-Testimony, also 50 Basispunkte. Dann waren wir wieder mit mehr 25 Basispunkte nach dem, also am Donnerstag, glaube ich, nach der SVB-Geschichte oder halt, wo sich die quasi so langsam angebahnt hat und der ganze Bankensektor zerlegt wurde. Und ja, wie gesagt, das sind jetzt die Erwartungen von Freitag nach dem Close. Ja, mal sehen, was dann am Ende kommt. Ja, Price Action Overview, nur ganz kurz. Im Prinzip ist das schon die meisten, wenn es gesehen haben. Wir haben im Prinzip, ja, der S&P oder alle Indizes, ich habe es gerade schon gezeigt, sind dann durch wichtige Supportmarken gebrochen, extrem abgerutscht, unter Druck gekommen. Klar, es war einfach teilweise Panik zu sehen. Sieht man auch am Volatilitätsindex hier rechts unten. Der ist erstmals seit, ja, im Prinzip seit November letzten Jahres wieder deutlich über die 25-Dollar-Marke gestiegen. Langlaufende T-Bond Futures, da haben wir einen extremen, ja, Risk-Off-Move gesehen, da natürlich dann in sowas das Geld reinfließt. Auf der anderen Seite natürlich prinzipiell ist man positiv, da die Renditen entsprechend unter Druck gekommen sind und ja auch der Dollar mit einem Cool-Off-Sign. Ja, Yields, wichtiges Thema, haben wir ja gerade schon öfters darüber gesprochen. Man sieht auch hier relativ schön die Yields im Money Market Bereich, also von bis alles bis zu einem Jahr, sind auch letzte Woche wieder ja, doch deutlicher gestiegen oder waren, sind die eins, ist der Part der Zinskurve, der gestiegen ist. Das Problem ist, der alles drüber, also die Kapitalmarktrenditen, gerade die richtig langlaufenden, sind teils wirklich deutlich unter Druck gekommen. Ich habe euch gerade den Move in T-Bond Future gezeigt. Das heißt, auf gut Deutsch, die Zinskurve ist nur noch stärker invertiert. Und wie wir gerade gesehen haben, ist es halt doch ein relativ großes Problem für Banken. Wer kurzfristig verleiht und langfristig investiert, der muss im Prinzip mehr zahlen, als er bekommt aktuell. Und naja, da wird sich wahrscheinlich zeitnah auch nichts dran ändern. Das heißt, diese Struktur der Zinskurve ist natürlich alles andere als beneficial für Banken oder für das klassische Loan-Geschäft. Man sieht doch hier die Invertierungen zwischen 3 Monate und 5 Jahre und 3 Monate und 10 Jahre, also Money Market to Capital Market Rates sind in der Woche nochmal deutlich angestiegen und mittlerweile ja, über 1%, was schon extrem ordentlich ist und eigentlich somit der sicherste Rezessionsindikator ist, den es so gibt, weil der bis jetzt nie falsch lag. Ja, an Sektoren Top Flop, ich glaube, da muss man nicht so viel dazu sagen. Im Endeffekt, man sieht hier den Outlier der Regional Banks ETF mit 16% in einer Woche. Also als Referenz, wer sich vielleicht damit sonst nicht so viel beschäftigt, der ETF bewegt sich vielleicht sonst 1 bis 2%. Denn jetzt 2% sind schon viele in der Woche in eine und andere Richtung. Ja, XMI hat den ganzen Move wieder abgegeben von der Woche zuvor, extrem bitter. Und was hat sich noch am besten gehalten? Klar, Staples, Utilities, also die defensiveren Sektoren. Ja, aber in Summe hier die Heatmap, man sieht, ja, war keine angenehme Woche für Longs. Dann Earnings nächste Woche. Wir haben wieder einige interessante Unternehmen. Die ganz großen sind natürlich jetzt durch. Wir haben SIM, Global Shipping, wir haben GitLab, Lennar, großer Hausbauer. Das wird definitiv interessant, weil sich die Werte nach wie vor extrem gut halten, für warum auch immer. Wir haben Adobe, Array Technologies, ich glaube, das ist der Solarkonzern. FedEx, XPeng, ja, Dollar General. Ja, die ganz großen sind durch, aber trotzdem gerade Nebenwerte weiter interessant. UiPath, Academy, Sports Outdoors. Ja. Dann noch der Economic Calendar für die kommende Woche. Am wichtigsten wird am Dienstag der CPI werden, das heißt die Verbraucherpreise in den USA. Am Mittwoch dann die Retail Sales und die Erzeugerpreise.
Das ist definitiv die Events of the Week, meiner Meinung nach. Wie gesagt, Fat Speech fällt aus, da Blackout-Periode. Und ja, das war es dann eigentlich auch. Wie gesagt, es wird wichtig, wie dieses ganze Thema mit der Silicon Valley Bank aufgearbeitet wird, wie die Kommunikation hier sein wird. Darauf wird auch nächste Woche der Fokus liegen. Trotzdem sind die Events natürlich nie irrelevant und dementsprechend im Auge behalten. Die Woche war es das tatsächlich schon. Ich habe mich entschieden, oder ich habe persönlich jetzt, wie gesagt, weil einfach wir uns jetzt in einer Phase befinden, da habe ich die Watchlist weggelassen, weil was bringt das in so einer Situation? Es ist jetzt erstmal wichtig abzuwarten, wie sich die Märkte, ob sich die Märkte stabilisieren können und dann ja, also wahrscheinlich eben Mitte, Ende nächste Woche nach dem CPI dann wieder peu à peu schauen, ob sich Trades anbieten, zumindest bis mein Fahrplan so. Ja, dementsprechend die Woche keine Watchlist und alles weitere dann. Im Laufe der Woche wird in Discord diskutiert werden. Da bin ich mir sicher, wen das interessiert, der kann meine Videobeschreibung schauen. Da ist ein Link zu unserem Discord, zu unserer Discord-Community. Ist kostenlos, wer da beitreten möchte. Ansonsten würde ich mich freuen über einen Like und ein Abo und hoffe, ich sehe einige von euch wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, Kritik, Kommentare, vielleicht gerade zu der Silicon Valley Bank, gerne in die Kommentare schreiben.